Oder? So, dann haben wir jetzt unseren letzten Stecker. Damit müssen wir jetzt natürlich wieder bei den Spider-Schweinis vorbei. Weil es so schön war. Hallo. It's me. Weg mit euch. So, wir speichern einmal ab. Und rüsten uns für einen kleinen, feinen Bossfight. Also, speichern. Brauchen wir die Magnum? Wir nehmen sie einfach mal mit, scheiß drauf. Und danach nehmen wir noch was zum Heilen mit, nachdem wir gespeichert haben. Nö? Lagerraum. So, wir nehmen mit. Das gemischte grüne Zeug, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein kleines grünes für den Fall der Fälle. Dich nehmen wir mit. Dich rüsten wir direkt aus. Und dann geht der Spaß auch schon los. Hurra! Hello, it's me. Ganz schön schnell gewachsen, der Kleine, ha? Na, du süßer Kleiner. Oh, du hast so ein Gesicht, das auch nur die eigene Mutter lieben kann. Oh. Hey, geh weg. Das war's. Ah, ihr Viecher, lasst mich in Ruhe. Geht weg. Bye. Ach, guck mal an. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together, okay? All right. We'll do this your way for now. Sehr schön. Schauen wir mal. Folgen Sie mir unauffällig, Frau Ada. Ich weiß, wo es lang geht. Ah, guck mal hier, erstmal duschen gehen. Ah, schöne Dusche. Ach, guck mal, blaue Kräuter. Hm.
Wir mischen das mal. Ich glaube, jetzt kommt... doch, es kommen nochmal Spinnen. Doch, doch. Doch, doch. Ah, hier sind wir jetzt. Oh, war ja. Ah. Na, hallo. Sir. Fax des Klärwerkmanagers. Charles Coleman. Wollen wir da rein? Ist da was drin? Sieht so aus, als wäre da irgendwas drin. Kann man das schieben? Oh, man kann schieben! Oh. Ja. Cool. Was ist denn hier unten? Warum bin ich hier alleine? Es ist zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Danke. Na toll. Gibt's einen Lichtschalter? Ah, warte. Haha! Wir haben Licht gemacht. Oh, da sehe ich Shotgun-Munition. Warte mal. Die nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht. Dafür bin ich jetzt hier runtergegangen. Immer noch zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Okay. Ah, hier ist auch noch eine... Look at this! Magnum-Patronen. Nice. Das hat sich gelohnt. Cool. Das war nice. Können wir machen. Noch mehr Patronen. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. So. Müssen wir mal ein bisschen Platz schaffen? Ein Schuss haben wir damit noch. Wir brauchen die im Moment, glaube ich, aber auch gar nicht. Wir speichern aber jetzt nochmal ab. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute durch, bevor mein Essen ganz kalt wird. Ne? Und dann spielen wir das ein andermal weiter. Vielleicht irgendwann im Laufe der Woche, vielleicht nächsten Sonntag. Wir werden sehen. So, sehr schön. Das war gut. Das war richtig nice. Ist hier sonst noch was? Ist hier was drin? Guck mal, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Spray drin. Holy moly, ein alter Schrank. Ich habe nur noch ein Farbband. Nee, da. Ich habe noch 5 Farbbänder. Sehr schön. Und noch jede Menge Kräuter. Sehr schön. Ich bin, glaube ich, sehr gut vorbereitet auf alles. Was da noch so kommen mag. Ich freue mich schon auf die 12 Stunden. Oh Gott. Ich weiß, es wird bestimmt lustig werden, aber... Oh, oh weia. Ach, hallo? Ma'am! Leon, that woman was... I have to talk jo, to her. Lass mich mal ruhig liegen. Gar kein Problem. Na gut, komm, bis zum nächsten Speicherpunkt machen wir noch. Ich hab halt Bock, ne? Ich hab richtig Bock drauf gerade. Machen wir jetzt einfach. Aber ja, 12 Stunden Stream, das wird schon, glaube ich, sehr nice werden.
Wird lustig werden. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! What is this thing? No! Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Ah!
Too bad. Okay. Ich habe gerade mal die Chance genutzt, ein bisschen was zu essen. Ah. So. Weiter geht's. So, jetzt haben wir erfahren, wie sich das Virus in der Stadt verbreitet hat. Sehr schön. Wir kennen jetzt Annette und William. Und jetzt wechseln wir wieder zu Leon. Ah! Wundervoll. Ada? So, jetzt können wir mit ihm hier die ganzen Scheiß aufsammeln. Oh Mist, wir hätten... Wir müssen nochmal nach oben. Wir müssen den Ventilgriff mitnehmen. Oh, das ist der falsche Weg, ne? Warte, wir sind von da gekommen. Oh, Entschuldigung. Den Ventilgriff benötigen wir. Und wir nehmen mal so ein Kraut mit, nur für den Fall der Fälle. So. Abwärts, bitte! Na? Hat er nichts? Es ist zu dunkel irgendwas. Du sollst ja auch nichts erkennen. Du sollst hier von dem... Naja, egal. Dann halt nicht. Eine Wolf-Medaille. Und ein bisschen Shotgun Munition. Sehr schön. Er hat nichts, hä? Schade. Hallo, ihr Spinnies. Auf Wiedersehen, ihr Spinnies. I think I spider. Bäh. Macht euch vom Acker! Ha, yeah. So nicht, Frendo, so nicht. Kräuterli! Na. Siehst du ein Glück, dass wir das Ventilding mitgenommen haben. Sonst hätten wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen. Das wäre tragisch gewesen. Oh, da sehe ich Kräuter. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Sollen wir den schon wieder hoch machen? Ja. Ich glaube, wir machen das mal. Das wird schon. Ja, ich weiß, dass es noch da ist. So, dann haben wir hier nochmal Shotgun-Munition.
Speicher brauchen wir jetzt in diesem Moment noch nicht. Jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen im Leben. Hallo. Ada! Überraschung. Na? Kleines Krokodilchen? So, komm her! Hau rein! Snack das Ding! Bossfight leicht gemacht. Oh yeah. Da hat sie ihm den Kopf zerrissen. Hm. Tragisch. Ach. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Ein Farbband. Ach. Ich war jetzt mehr auf Munition aus, aber... Scheinbar... nicht. Schade. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. La 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 la. That's two I owe you. Ah, Gott. Don't mention it. So. I just found out. John's dead. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Was spielst du? Mutter, das ist Resident Evil 2. Das musst du doch noch kennen von früher. Shame on you. Klärwerkmanager. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Platz. Eine Adlermedaille. Habe ich jetzt auch gesehen. Aha. Also doch. Hatte ich Bock drauf, deswegen habe ich das jetzt angefangen. Aber ich mache nur noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann mache ich Schluss für heute. Machen also nicht mehr allzu lang. Was gibt's bei dir heute zu essen? Also im Moment esse ich noch mein Fladenbrot-Sandwich. Und gleich muss ich dann aber noch was kochen. Entweder es wird Bolognese in Form von Spaghetti Bolognese oder in Form von Auflauf Bolognese. Das weiß ich noch nicht genau. Oh, Zombies. Auflauf wäre natürlich auch nice, ne? Aber ich muss auf jeden Fall irgendwas mit Hackfleisch machen, weil sonst wird mir das schlecht. Das wäre tragisch.
Bye, ihr Spinnies. Bye. So, wo sind wir? Hau ab, Fliege. Bleib weg von meinem Sandwich. Ist hier was? Nein. Ich gucke euch jedes Mal, ob hier irgendwas ist und hier ist einfach gar nie was. Das macht mich traurig. Ein Steuerpult für die Himmelsbahn. Wollen Sie den Strom einschalten? Aber selbstverständlich. Wir haben viel vor. Viele lustige Dinge. Tschüssi! Hallo! Hast du gestern was an Obst gekauft? Nee. Ich habe Kartoffeln geholt, ich habe Möhren geholt und ich habe Zucchini gekauft. Obst war nichts Gescheites da. Nichts, was sich preislich gelohnt hätte. So, sind wir angekommen, ja? Hello. Waffenschrankschlüssel. Your zombies. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Worauf bezieht sich das? Spezialgewehr. Frage vorher. Habe ich doch beantwortet. Hallo. Muss mal zuhören, Frau. Ich habe gesagt nein, weil nichts Gescheites an Obst im Angebot war. Ich habe nur Gemüse gekauft. Hier müssen wir lang, ne? Scheiße. Warte mal. Lalalalalala. Wow, das war...
Oh, Ada. Du hast ihm den Arm weggeschossen. Ich bin ein bisschen begeistert. Wir haben fast keine normale Pistolenmunition mehr. Das ist nicht so geil. Okay, nicht so gut, aber verzeih ich ja. Was soll ich denn machen? Soll ich Weintrauben für 6 Euro das Kilo kaufen? Im Leben nicht, du. Im Leben nicht. So, dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir im Moment auch nicht. Dich tauschen wir ein. Dich brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Dich brauchen wir auch nicht. Ich bin unentschlossen. Wir werden auf jeden Fall speichern. Wir werden die Magnum, glaube ich, mitnehmen. Und dann werden wir... Oh Gott, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle werden wir gleich Schluss machen. Wir werden jetzt hier noch alles einsammeln und vorbereiten und dann werden wir das die nächste Woche weiterspielen. Mandarinen sind günstiger. Pff, ja. Aber die sind auch nicht immer gut. So. Schienenkontrolltafel. So, dann speichern wir jetzt hier einmal ab. Und dann bin ich aber durch für heute. Diesmal aber wirklich. Leon, ah. Fabrik.